willkommen beim Whisky-Nerd. Und heute geht es schöne Reise ins schöne Waldviertel in Niederösterreich. Und wir sind wieder bei der Destillerie Weidenauer. Da waren wir schon länger nicht mehr. Das Ganze ist in Kottes. Das zeige ich euch nochmal, wo Kottes liegt. Hier bei Wien. Dann geht es hier schön entlang der Donau, Dulm, Krems. Dann kommen wir in die Wachau. Und oberhalb der Wachau haben wir dann, hier oben ist dann das Waldviertel, hier haben wir Ottenschlag. Und hier östlich, also rechts davon, ist Kottes. Ich habe die Destillerie schon besucht, gibt es ja auch ein Video davon, von der Destillerie Weidenauer. Und ich habe hier was, ganz was Neues, habe ich erst dort entdeckt. Da steht noch nicht einmal auf der Online-Seite. Und zwar handelt es sich hier um einen Hafer-Whisky Single Grain, 15 Jahre alt, 46% Alkohol. Das klingt schon mal sehr interessant, ein 15-jähriger Hafer-Whisky, und es wird noch interessanter. Und zwar hat er mir geschrieben, besteht dieser Whisky, einmal werden hier zwei Fässer von einem 15-jährigen Hafer-Whisky und ein Fass eines 17-jährigen Hafer-Whiskys gemischt und zum gleichen Teil in Sherry-Fässern, in Beaumont und in Lafroig-Fässern gefinisht. Und das ist schon sehr, sehr was Spezielles. Hatte ich auch noch nicht. Und den schauen wir uns jetzt an. 15 Jahre, 46%. Klingt schon sehr, sehr gut. Die Flasche 0,7 kostet 89 Euro. Und dann gibt es noch einen Dinkelmalz Whisky 12 Jahre um 79 Euro. Ja, der 12-Jährige ist vielleicht vom Preis her teuer, der 15-Jährige ist schon wieder etwas besser vom Preis, finde ich. Und er kommt hier schon wirklich leicht in ein leichtes Bernstein. Ja, das war eine Entdeckung. Ich wollte ja an diesem Tag damals eigentlich nur die Destillerie Robner besuchen. Aber da Kottes halt an der Heimfahrt war, bin ich noch kurz stehen geblieben. Machte einen Sprung rein, wollte schnell ein Destillerie-Video machen. Und nebenbei habe ich da entdeckt, dass hier schon diese zwei Whiskys herumstehen. Ich glaube, ich hatte noch nicht einmal einen Online-Shop, habe ich nachgesehen. Und vom 15-Jährigen habe ich mir gleich mal was mitgenommen. Und den probieren wir jetzt. Schöne Nase. Rauch würde ich fast gar nicht sagen, ganz dezent. Da brennt nichts. Und mal eine schöne Süße. Ich denke mal, dass er die erste Zeit in österreichischer Eiche war und dann eben in diesen drei Fässern gefinisht wurde. Und ganz leichter Sherry durch. Ein bisschen Trockenfrüchte. Ein bisschen Trockenpflaume. Angenehme Nase. Schönes Süß, probieren wir mal. Ein Gedicht.
Alkohol schön eingebunden, brennt nichts. Wieder schön der Sherry. Trockenfrüchte. Etwas Leder, Karamell. Ganz leichte Rauchigkeit im Mund. Das ist dann der Einfluss von der Beaumont und Lafroy-Fässer. Ja, der Hafer hat mir eigentlich immer schon gefallen. Ein schöner, weicher, milder Whisky. Ganz leichter Hafer hier. Hafer und Sherry passt gut zusammen. Haferflocken in Sherry getränkt. Jetzt ist wieder ein bisschen Rauch da. Trockenfrüchte. Trockenpflaume, Leder, Karamell, Hafer. Für den braucht man viel Zeit. Schöner Sherry. Der Nase kommt mir ein bisschen mehr der Bomo. Ganz schwacher Lafroy. Keine medizinischen, keine phenolischen. Sherry, Sherry. Hafer. Bisschen Schokolade. Richtung dunkle Schokolade. Oh. Und da haben sie wirklich was ganz was Feines gemacht. Gibt es, glaube ich, auch nicht so viele Flaschen. Da schenke ich mal noch was. Der ist wirklich schon sehr gut. Wie gesagt, 2x15 und ein 17-jähriges Fass und hier vermischt. Wieder die frische Nase. Sehr schöner Sherry. Trockenfrüchte auf jeden Fall. Ja, sogar Datteln. Ja, hier kann man viel entdecken. Braucht nur Zeit. Ja, Pflaumen.
Ja. Alkohol brennt überhaupt nicht. 46% ideale Trinkstärke. Sherry. Trockenpflaumen. Datteln. Leicht ledrig. Schokolade. Im Hintergrund immer ganz leicht hier. Der Raucharomen von Beaumont und von Lafroig Fässern. Ah, der ist sehr gut. Was gebe ich denn jetzt? Auf jeden Fall, mit dem muss ich mich nochmal hinsetzen und näher mich damit beschäftigen. Das ist schon sehr gut. Zwei plus minus eins. Da steht er. Der ist nicht schlecht. Bis jetzt der beste Hafer-Whisky. Und Single Grain, was ich hier von Weidenau ein Glas hatte. Ja. Oh. Also wenn euch das interessiert, macht ihr mal eine Flaschenteilung oder so. Es gibt auch hier so kleine, weniger so Miniaturen von 15-Jährigen. Aber ich glaube, ihr müsst bei Weidenau anrufen, weil bis jetzt habe ich im Online-Shop den 15-Jährigen noch nicht gesehen. Im Videosets stehen ja da. Ein Traum. Schon im Bereich minus 1 sogar. Da haben sie wirklich was ganz Feines gemacht. Ein Hafer-Whisky, 15 Jahre alt. Sherry-Fass, Bomber-Fass und Lafroig-Fass gefinisht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky-Nerd. Ciao.